geschafft. Nun, Gusti? Ist doch wahr. Ich hab doch schon manchmal gesagt, du sollst den Kaffee so auf den Tisch bringen, dass man ihn trinken kann, ohne sich das Halszäpfel zu verbrennen. Ja, und dann sagst du wieder, es sei eine Mischung zwischen einem lauwarmen Föhnsturm und Abwaschwasser. Da, trink ein Kistchen zum Abkühlen. Merci, Schätzeli. Bitte, Häsli. Was lachst du wieder, wenn ein Meierkäfer, der das gross Los gewonnen hat? Freust du dich denn nicht, dass Margret heimkommt? Freuen? Ich habe noch verstanden, die alle will freuen. Was ist denn dem hellgrünen Gof eigentlich eingefallen, so mir nicht dir nichts künden? Das macht man doch nicht. Und schon gar nicht im Weltschland. Wieso jetzt auch nicht? Es wird dann kein WH. Und sein Chef scheint ja wirklich ein bisschen komisch zu sein. Was heisst komisch? Mein Chef ist nicht nur komisch, das ist ein ausgewachsener... Gustav! Trink jetzt aus. Schreiben wir noch spät am Bahnhof. Ein Unterfahrener muss jetzt ausgerechnet auch am Bahnhof sein. Wer? Dort zwischen dem Dienstmann und dem Fladenhütli. Der Alt, mein Chef. Ah, wo? Dort zwischen... Schau weg, er hätte es gesehen. Merci. Guten Tag, Frau Hersam. Frau Biermann. Tag, Frau Hersam. Herr Biermann. Herr Hersam. Herr Direktor. Freut mich. Ganz meinerseits. Herr Direktor. So, so. Sind Sie auch ein bisschen am Bahnhof? Ja, wir holen unseren Sohn ab. Ach so. Ja, weißt du, er war in Lyon in der Filiale gewesen, und jetzt kommt er zu uns ins Geschäft. Ah. Ja, ich glaube, wir können ihn weiterführen. Sie werden ja jemanden warten. Ja. Ja. Unser Margret kommt heim. Ja. Warte, ich mach das schon. Oh, sehr freundlich. Dankeschön, vielmals. Sie sind von Basel der Sprache noch? Nicht nur der Sprache noch. Wie? Aha. Ja, aber nicht etwa vom Teig. Nein, das doch wieder nicht. Meine Mama ist eine Zürcherin. Das ist aber nicht wahr. Sie werden lachen, bei mir ist gerade umgekehrt. So, danke schön vielmals. Jetzt kann ich ihn schon tragen. Und die Eltern sind ja da. Also los. Nein, geben Sie mir ihn. Wissen Sie, bei meinem Papa weiss man nie. Er fremdet manchmal. Aber darf ich Ihren Namen wissen? Ich würde ihn gerne mal anrufen. Er steht im Telefonbuch. Gerade vorne an der Nummer. Ach so. Ja, no. Basel ist ja nicht so gross. Wir werden ihn schon treffen. Machen Sie einen Knopf ins Nasentuch, damit Sie es nicht vergessen. Grüezi, Kind. Bist du gut gereist? Ja, prima. Salut, Papi. Salut, Martin. Nett, dass du wieder da bist. Was soll denn das heissen, einfach so davon zu laufen? Aber Pappeli. Fang nicht wieder an mit dem Pappeli. Gefälligst. Wenn du meinen Chef kennt hättest, hättest sogar du gekündigt. Der alte Glusti. Margret, so redet man nicht von einem Chef. Ja, dann kenne ich gerade einen Gentleman, aber wegen dem laufe ich noch lange nicht davon. Salut, Mami. Salut, Hans-Peter. So, Hans-Peter, 1,5 Minuten Verspätung. Aber das Mal kann ich nicht dafür. Du, ich sei doch deine nicht die Buchhalter. Ja, der Ehesam. Und wer ist das Mädchen? Sein Töchterli. Kennst du es nicht? Nein, leider nicht. So, abmarsch. Ja? Wie? Was? Meine Tochter? Ja, sie ist erst gerade heimgekommen. So sehe ich auch. Ah, bis sich das jetzt auch wieder trifft, hä? Ein Augenblick. Margret, Telefon. Ich? Ja, sehr merkwürdig. Komm, bist du schon so ein Telefoner? Das ist jetzt gespässig. Ja, höchst gespässig. Hallo? Ja, da ist Margret Ehrsam. Was Sie? Woher wissen Sie denn meine Telefonnummer? Sie steht im Telefonbuch gerade hinten am Namen. Könnten wir uns nicht mal zu einem Kaffee treffen? Ja, Moment! Ich kann doch nicht einfach mit fremden Männern Kaffee trinken. Wer sind Sie überhaupt? Der Hans-Peter. Das andere erfahren Sie denn morgen. Also, kommen Sie. Ja, und wenn wo? Gut, wir werden mal schauen. Adi unterdessen. Fein, prima, großartig.
Safferisch, kaum ist die Dame zwei Sekunden daheim, schon wird der Rendezvous abgemacht. Was haben wir gern? Ach, der Papperli. Ist das so ein Losaner Geschleif? Ja, Losaner Geschleif. Das Margret weiss schon, was es macht. Kaffee trinken ist doch nichts Schlimmes. Ist er schließlich erwachsen? Erwachsen? Röhrlihose, Glamourli sagt, das ist nicht erwachsen, das ist das Existenzjournalismus. Ist das? Ah, da sind Sie auf alle Nerven. Es ist Ihnen leider alles gesetzt. Guten Abend übrigens. So nett, dass Sie gekommen sind. Guten Abend, Herr Hans-Peter, komm mal. Birma, Bö, wie weiche Beere. Das ist jetzt gelungen. Der Chef von meinem Papa heisst nämlich auch so. Ja, aber wissen Sie, was noch gelungener ist? Der Buchhalter von meinem Papa heisst Ersan. Merci. Wenn das meine ältere Herren fährt. Was meinen Sie, ob innen erst? Wenn wir ein bisschen an Rhein haben, gehen spazieren, dann sieht es niemand. Wir wollen das Beste hoffen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Also Luisle, du bist ja sicher ein Liebes und ein Herziges und alles. Aber das ist kein Kaffee, das ist eine lauwarme Zumutung. Am letzten Samstag ist es zu heiß und heute ist es wieder zu kalt. Also, du hast doch einfach immer etwas zu meckern. Hey, immer etwas zu meckern, du musst nicht übertreiben. Ich bin sicher der geduldigste und verständnisvollste Ehemann und Vater, den man sich vorstellen kann. Schau, Mami, schau, Papi, ich gehe ein bisschen spazieren. Ach so, was ist denn das plötzlich für eine ewige Spaziererei? Sonst jetzt haben wir geheißen, spazieren sei eine Spießbürgerangelegenheit und jetzt wird plötzlich Tag und Nacht spaziert. Aber Gusti, das ist doch ganz etwas anderes. Ja klar, Papperli, und sie ist doch so gesund. So, und die dauernde Telefoniererei ist auch gesund. Und jetzt kommen noch so Briefe aus dem Weltstand. Ja, von meinem Chef. Er hat sich entschuldigt. So. Entschuldigt? Der Chef? Ich weiß nicht, noch nicht von ihm. In dem Fall kannst du ja wieder zu ihm und dann werden unsere Telefonrechnungen wieder bescheidener. Mach dir keine Hoffnungen. Wieder mal mit 17, 18 Zylinder bringt man mich von Basel fort. Ciao miteinander. Ciao, Margretli. Bist du nicht so streng mit dem Gusti? Was heisst streng? Viel zu lasch bin ich. Aber bitte, es ist ja deine Tochter. Meine Tochter hat es immerhin fertiggebracht, dass sich ihre Chef entschuldigt hat. Nützt also doch etwas, wenn man auf die Hinterbeine steht. Auf die Hinterbeine steht. Ich rutsche vor meinem Chef auch nicht auf den Knie umeinander, oder? Ja, aber Abteilungsleiter bist du auch mal gleich noch nicht geworden. Warte ab, du wirst deine Wunder noch erleben. Herr Ersam, Sie sollen schnell zum Chef rein. Bitte, Platz nehmen, Herr Ersam. Dankeschön, Herr Direktor. Herr Ersam, ich habe Sie zu mir rufen lassen, um mit Ihnen mein neues Dispositiv in puncto reibungslose Geschäftsabwicklung zu besprechen. Sie wissen, mein Sohn ist jetzt wieder da. Er war in London und Lyon und hat sich profunde und abschließende Kenntnis im Außenhandel erworben. Im Sinn von einer speditiven Abwicklung im Nachschub gegenüber unseren Außenposten habe ich die Absicht, ihn ab sofort zum Abteilungsleiter zu machen. Was haben Sie als langjähriger Mitarbeiter da dazu zu sagen? Ja, also, ich meine natürlich, in dem speziellen Fall. Man müsste vielleicht einen Weg nicht vergessen. Ich freue mich, Herr Ersam, dass Sie so klar mit mir übereinstimmen.
Und ich hoffe, dass beim Sohn seine Anordnungen in gleicher Weise Folge geleistet wird wie meine. Sie können disponieren. Danke vielmals, Herr Direktor. Frau Werten ist sicher verstanden, gell, sehr ehrsam. Wir werden euch sicher verstehen. Eine Frechheit ist das, eine fertige. Einfach so mit der linken Hand vor dem Morgen. Ein halbwüchsiger Schnösel als Abteilungsleiter. Aber jetzt ist dann blitzartig vier oben. Ja, das finde ich eben auch. Jetzt ist Feierabend und jetzt will ich schlafen. Jetzt will ich schlafen? Dir ist das natürlich gleich. Du musst ja nicht mit ihm zusammenarbeiten. Nein, das ist mir auch nicht gleich. Ich muss ja deine Klönerei ablösen. Nimm dir ein Beispiel an der Margret und sag deinem Chef mal die Meinung. Ich kann sicher nichts machen. Mein Abteilungsleiter bist du ja bereits. Und jetzt gute Nacht. Das ist natürlich keine Kunst. Die Gage. Im Bett. Ja, du. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gerufen habe, Ehrsam. Das haben Sie ja nicht, Herr Direktor. Ich bin von allein gekommen. Als nächstes Mal den Dienstweg einhalten, Herr Ehrsam. Aber bitte, was haben Sie zu melden? Nichts. Gar nichts habe ich zu melden. Seit Jahren habe ich nichts zu melden. Ich möchte Ihnen nur ganz schlicht mitteilen, dass ich genug habe. Was haben Sie? Genug, Herr Biermann. Ich bin jetzt 18 Jahre, 4 Monate und 27 Tage in der Firma. Und seit 5 Jahren ist meine Beförderung zum Abteilungsleiter fällig. Aber nichts zieht aus. Seit 18 Jahren, 4 Monate und 27 Tagen spielt man Rekrutenschule mit einem. Für jede schäbige 5 Rappen Solderhöhung muss man einen Buschler Gesuch ans Oberkommando richten. Und zum Dank für alles wird dann der Herr Sohn Oberstleutnant Stellvertreter. Herr Leutnant, Herr Ehrsam, so Verschluss sonst. Nicht Schluss! Jetzt habe ich eine dienstliche Unterredung und jetzt schwätze ich. Ich habe nichts gegen Ihren Sohn. Er ist wenigstens ein Mensch. Aber Sie, Sie sind... Was? Sie sind, wie Sie aussehen, sind Sie. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Jawohl! Ein Chef, sind Sie. Und Sie sind entlassen, fristlos! Spott, schon gekündigt. Aber Papa, da kannst du doch mit zukünftigen Schwiegervater nicht einfach so rausgehen. Was? Was? Ja. Ich habe mich gestern zu oben so quasi mit dem Margit Ehrsam verlobt. Also das ist die absolute Höhe. Das ist der Gobel, das ist zu viel. In meine Familie kommt kein Biermann. Und in meine kommt kein Ehrsam. Sehr richtig. Jetzt sind wir nach 18 Jahren, 4 Monaten und 27 Tagen endlich einmal einig. Ah, dir bestens. Also jetzt loset doch einmal ihr zwei Setzköpfe. Es hat doch keinen Sinn, aus dem Bitzen so eine Staatsaffäre zu machen. Martha, davon verschaffst du nichts. Hans-Peter, es bleibt in meiner Entscheidung. Entweder du bist vernünftig und schlägst dir die Heirat aus dem Kopf, oder du gehst mit dem ersten Zug wieder nach Lyon. Eine Strafversetzung. Bitte ich! Dann können Sie nachlaufen, bevor Sie dann mit ihr trampen ziehen. Sie trampeln! Schön, Meissner! Macht das raus, kommen Sie Dutsch! Also das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen. Das hat mir noch keiner gesagt. Ich gehe vor das Gewerbegericht. Überhaupt, ich gehe! Raus! Sie dreht in 5 Monaten und morgen habe ich grosse Wäsche. Also jetzt hört doch einmal ihr zwei Setzköpfe. Es hat doch keinen Sinn, wegen dem bisschen so eine Staatsaffäre zu machen. Luise, du doch, verstehst du nicht. Was gibt es bei meiner Entscheidung? Entweder du schlägst dir die Heirat aus dem Kopf oder du fährst mit dem nächsten Zug wieder zurück auf Lausanne. Schamme. Was? Trink vielleicht noch etwas ein Käferli? Nein, nie mehr. Ich habe genug. So einen unreifen Schüler gehen auf einen Halbwüchsigen und an die Heirat denken. Und dann noch ausgerechnet der fiese Papa. Also das brauchen wir nicht gefallen zu lassen. Ich gehe in den Rhein. Überhaupt, ich gehe. Raus! Sali Margret, was ist? Hat es Krach gegeben?
Rache ist nur ein Kosewort. Ich bin davor gelaufen. Prima, einsteigen. Ab ins Blaue. Du siehst aber auch nicht gerade sonnig aus. Auch Kach. Das heisst auch. Aber wie die Pappe meinem älteren Herr die Meinung gesagt hat, das war Offierungsriff. Er hat die beste Lust auch zu künden. Wir wollen es wieder auf Lausanne schicken. Und wir auf Lyon. Wunderbar. Dann nehmen wir den gleichen Zug. Entschuldigen Sie, ich möchte nicht stören, aber könnten Sie sich nicht ein anderes Campingplätzchen aussuchen? Oh, entschuldigen Sie. Ich gehe gerade. Aber Margret, schlafst du denn noch nicht? Kann nicht. Alles wegen dem Hans-Peter? Sag bitte nicht dem. Hast du ja nicht so gemeint. Hast du ihn wirklich so gern? Ja, wahnsinnig. Und er dich auch? Ich glaube schon. Also, dann ist ja alles klar. Eben nicht. Doch, doch. Man muss die Sachen noch nicht dem anderen überlassen. Sie meinen es sicher nicht schlecht. Sie sind noch ein bisschen dumm. Lass mich nur machen. Was willst du denn machen? Siehst du es dann. So, und jetzt wird schlafen. Dankeschön. Herrschaft, nur noch mal auch das noch. Je, Frau Ehrsam. Sie kommen jetzt schon in einen ungünstigen Moment. Ja, wo Sie wollen. Wird sich schon wieder. Aber kommen Sie doch gleich schnell einen Augenblick rein. Danke vielmals. Denken Sie nur, mit Ihren Schmeidl ist mir davon gelaufen. Ausgerechnet vor der grossen Wäsch natürlich. Ich weiß schon immer, wo der Kopf steht. Zum Mittagkochen so die einen und das Wäschpulver habe ich einfach gegessen. Kann ich Ihnen irgendetwas helfen? Ja, was denken Sie? Das macht mir gar nichts, ich habe Zeit. Ja, das ist natürlich furchtbar nicht. Wissen Sie was, ich kann Ihnen geschwind das Wäschpulver holen. Ja, ich bin gerade wieder da. Soli, jetzt schütten wir das Serf einfach ins Wasser rein. So. Und jetzt leiten wir die Wäsche einfach drin rein. Aber ganz locker. Wissen Sie, dass das Serv überall gut zukommt? So. Und jetzt nehmen wir den Deckel drauf und lassen es kochen. Ja, und jetzt? Jetzt heizen wir. Und wenn es kochen, geht es noch eine Viertelstunde und die Wäsche ist sauber. Ja, Sie sagen. Das ist dann schon noch einfach. In dem Fall könnten wir direkt eine schnelle Käferin nehmen. Gerne, Frau Firmen. Ja, eben. Ich wollte ihnen auch schon anrufen. Es tut mir nämlich, die jungen Leute hätten noch ganz gut zueinander passen. Aber mein Mann... Ja, eben. Meine ja auch. Dabei ist er tot unglücklich, dass er nicht mehr mit ihrem Mann arbeiten soll. Meine ja auch. So einen guten Buchhalter kriegt er nämlich nicht so geschwind wieder. Wir müssen halt einfach etwas... Unternehmen! Sehen Sie, jetzt ist die Viertelstunde rum und man kann die Wäsche rausnehmen. Ja, das ist ja fast nimm zum Glauben. Ja. Warten Sie jetzt nur, jetzt müssen wir es noch spülen. Ja, halt, halt, das ist Kaltwasser. Ja, das ist schon recht. Wenn Sie mit Serf waschen, können Sie auch kalt spülen. Das tut in der elektrischen Rechnung gut. Schauen Sie. Man sieht es jetzt schon. Es leuchtet direkt so weiss und sauber ist es. Ich sage Ihnen, seit 4 Jahren wasche ich mit Serf und habe immer die sauberste Wäsche am ganzen Spalenberg. Wenn Ihre Tochter mal so eine gute Hausfrau wird wie Sie, dann kann sich Ihre zukünftigen Mann einfach gratulieren. Jetzt schau auch hier, Frau Ehrsam. Das ist jetzt aber nicht, dass du wenigstens zum Essen heimkommst. Wolltest du es vielleicht in Zukunft bitte vorher mitteilen, wenn wir dich daheim erwarten dürfen? Hallo Gusti. Holdi. Hallo Margret. Hast du gekocht? Was gibt's gut? Mais gibt's jetzt denn, wenn das so weitergeht. Da riebt man sich oft mit einem traurigen Chef.
Und daheim lässt die Dame des Hauses den Haushalt verlottern. Wo bist du eigentlich gewesen, wenn man fragen darf? An einer Wäschevorführung. Ist jetzt das mit das Nötigste gewesen? Dringend nötig sogar. Übrigens, Gusti, ich habe einen Wunsch. Auch das noch. Aber bitte. Jetzt denn noch das Frauenstimmrecht und wir Männer haben überhaupt nichts mehr zu melden. Wir dürfen nur noch das Betriebskapital liefern. Fein. Aber was darf es denn sein, Luisli? Sonnenblümchen. Am nächsten Sonntag machen wir wieder einmal ein Picknick am Rhein wie früher. Du fischst und wir... Oh nein! Margit, es wird nicht umgemüllt. Wenn man ein Picknick machen möchte, machen wir ein Picknick. Luise, das kommt gar nicht in Frage. Ameisen im Salami und Maikäfer im Süßmost. Aber Gusti, jetzt gibt's doch gar keinen Maikäfer. Maikäfer? Was habe ich gesagt? Jetzt schau mal da und was für ich. Direkt unter den Schinkengipfeln. Aber Gusti, das ist doch kein Maikäfer, das ist doch meine Brosche. Was hat denn die Brosche unter den Schinkengipfeln zu tun? Überhaupt ist es da feucht. Komm, wir sitzen dort. Es ist aber nicht wahr. Jetzt kommt dann noch der Obermaikäfer mit Weib und Kind. Wer, Gusteli? Die Familie Birma. Was? Hey, schau, du Sersams. Guten Tag, Frau Ersam. Guten Tag miteinander. Wartet. Sie haben aber ein Plätzchen gefunden. Dürfen wir auch ein bisschen in den Namen sitzen? Ja, natürlich, mit Vergnügen. Grüezi miteinander. Das ist aber merkwürdig. Zufall gibt's. Das ist kein Zufall. Wir haben das so abgemacht. Kennen Sie, Frau Ersam? Ja. Das ist ja Verschwörung. Ein Rückenschuss. Packt Schinkengipfel zusammen, wir gehen. Aber dient doch jetzt nicht so, ihr Männer. Nehmen ich ein Beispiel an unserem jungen Bärli. Aha! Aha! Aber nicht mit uns! Ich habe gar nicht gewusst, dass sie auffischen. Ich auch nicht. Ich meine, ja, man kommt halt relativ selten zusammen. Nach dem Hauptverlesen. Richtig. Man sollte den Kontakt zwischen dem Kader und der Mannschaft mehr pflegen. Also morgen macht ihr Rapport. Hans-Peter bin natürlich Abteilungsleiter. Und Sie werden Prokurist. Ziel erkannt. Ja, nein. Oh, Achtung, es hat einen abgebissen. Ein Dicke. Ich heiße Martha. Luise. Und am nächsten Samstag kommen wir alle zu uns zum Schwarzen Kaffee. An Spalenberg 77a.